Hallihallo und willkommen zurück, wieder mal zu einer weiteren Folge von mir, Drakus Game Zone, und zwar dies mit einem sehr wichtigen Thema über ein Spiel, das ich neulich auf Steam gefunden habe und ich bin begeistert davon, aber mehr so nach dem Intro. Und zwar bei diesem Spiel handelt es sich um eine Fortsetzung von einer Spielreihe, die vielleicht auch wieder vor 10 Jahren wie Herr der Ringe Schlacht und Mittelerde aufgelassen wurde. Es war ein extrem altes Spiel und ich habe es trotzdem immer wieder mal gerne gespielt, weil es halt Spaß gemacht hat. Und zwar rede ich von nichts anderem als von Gilde. Gilde ist ein Spiel, das so selten vorkommt. Aber an sich, der Spielstil an sich ist ein Lebenssimulator. Den sollte jeder von uns kennen, wie zum Beispiel SimCity oder die Sims. Und ja, also ein Lebenssimulator an sich erkennt jeder. Nur das, was neu an diesem Spiel ist, ist das Prinzip. Du spielst nicht in irgendwie einer neumodischen Familie oder Zukunftsfamilie oder irgendwas. Du spielst in einer Vergangenheitsfamilie. Das heißt, du bist eine Dynastie im alten Europa. Und da kam es interessant dazu. Es war ein schönes, altes, mittelalterliches Schema, wo man noch leicht an Macht kam, wo es nicht so viel zu lernen gab, wo man einfach drauf losgearbeitet hat, wo man mit viel Krebs und irgendwie intellektuellen Fähigkeiten sehr weit kommen konnte. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das Spiel so gern fand. Es war einfach klasse für die damalige Zeit. Es hatte interessante Eigenschaften, wie du schnell an Waffen kommst. Es gab kaum ein Gesetz, du konntest gegen jeden kämpfen. Es gab nicht so, Polizei ist da, du bist jetzt festgenommen, du kannst nichts dagegen machen. Selbst wenn du hattest immer die Wahl, bist du ein Mann des Gesetzes oder gegen das Gesetzes. Und gegen das Gesetz, selbst dann kannst du ziemlich effizient sein und noch immer viel, viel Spaß haben. Vielleicht sogar mehr, als wenn du mit dem Gesetz arbeitest. Schon gerade bei einem Gesetz, es gab nämlich zwei Varianten, wie man das Spiel gespielt hat. Oder mal überflüssig, man konnte es noch immer kleiner unterteilen. Aber ja. Es gab zwei Varianten. Entweder du warst alle von den drei anderen. Es gab insgesamt 4 Klassen. Du warst einer von den 3 Handwerksklassen. Dann hast du versucht, der beste Bäcker oder Handwerker oder kirchlicher Typ zu werden. Priester, glaube ich, nennt man sowas. Auf jeden Fall, entweder warst du ein wunderbarer Priester, hast versucht, dir das alles zu erarbeiten, mit Geld feiern zu feiern und ein Adeliger zu werden. Oder du machst es so, wie auch jeder halbwegs spaßiger Mensch machen würde. Und zwar, du wirst zu einem Dieb und machst dir eine Diebesgilde auf, wo du dann, alle Diebeskammer machen. Das heißt, du konntest dann Piratenschiffe losschicken, du hattest Wegelagerer, du hattest ja auch Schenken, solche Barschenken, wir kennen alle diese dunklen Orte. Und all das zusammen ergibt ein wunderbares Spielprinzip, weil du kannst entweder dieses einfache Leben führen, dir versuchen, eine möglichst gute Arbeit zu machen, die möglichst viele Angestellte zu haben, möglichst viele Betriebe zu führen, oder du wirst halt zu einem Dieb, machst es dir möglichst einfach, wirst dann trotzdem noch ein Vorsitzender im Gericht und, kontrollierst die Stadt von den hinteren Fäden. Keiner kann was dagegen machen, weil selbst wenn du einmal erwischt wirst, sagst du einfach den Wachen, das warst du nicht. Aber das war das Prinzip. Es ist an sich, das Problem mit dem Spiel war, es war komplett nicht up to date. Es hatte keine neue Grafik, es war alles ein bisschen sehr bleich, die 3D-Modelle waren zwar schön, aber mittlerweile sind sie auch schon nicht aktuell. Und das war das Problem, was es mit dem Spiel gab. Du hattest keine wirkliche Chance. Es war halt alt und es hatte keine Chance, Überlebenschance zwischen Witcher, Sims und all diesen Spielen. Hattest du keinerlei Varianten, irgendwie was zu machen. Das Spiel lag am Aussterben. Und ja, ich persönlich, es gab noch ein paar Erweiterungen, die ziemlich cool waren, wo man dann plötzlich auch eine Gruft leiten konnte als Priester oder als Handwerker eine Bank leiten kannst, wodurch viele kleine Systeme hinzugekommen sind, wo das Spiel ein bisschen interessanter wurde, aber es war nicht wirklich weltenbewegendes mehr. Und umso verwunderter bin ich gewesen, als ich vor einigen Tagen, eigentlich glaube ich waren es 3 Tage, auf Steam einmal random einfach durch die Steambox durchgeschaut habe, was finde ich denn da, und dann war es da vor mir. Gilde 3. Das habe ich mir in den Kopf gegriffen, weil ich habe schon oft davon gehört, dass Gilde fortgesetzt wird oder sowas. Das war vor langer Zeit. Damals waren das alles nur solche Gerüchte, die man nicht ernst nehmen konnte. Und jetzt finde ich da aus heiterem Himmel Gilde 3. Und was steht auf der Seite? Multiplayer. Das heißt, du kannst diesen Lebenssimulator mit deinen Freunden spielen. Rein theoretisch. Das heißt, es gab schon mal in Gilde 2, ich weiß, ich habe es damals nie ausprobieren können, weil es damals nicht funktioniert hat und jetzt habe ich meine CD verloren, also kann ich es auch da nicht wieder ausprobieren. Und das Lustige ist,
Mehrspielermodus. Stellt euch vor, man kann zusammen eine Dynastie oder auch nur zwei einzelne Dynastien zusammenarbeiten und damit versuchen, die komplette Welt zu regieren. Oder nur dieses kleine Dörfchen. Aber das Besondere dran ist, du hast Spaß mit deinen Freunden. Und es kommt garantiert, also ich werde auf jeden Fall Let's Playen, weil ich mag solche Vogelperspektiven spielen und ich kenne ein paar Freunde, die das auch gerne mit mir spielen. Und es ist ja kein schlechtes Spiel. Es ist. Lass ich euch verraten, es ist ein gutes Spiel. Wenn ihr vielleicht meint, so, Allah, schon wieder so ein altes Spiel, das gibt's doch nicht. Das ist doch immer so langweilig, ich will über Witcher weiter. Verspreche ich euch, das Spiel ist nicht schlecht. Ja, vielleicht ist es kein großes RPG-Spiel, wo du noch so viel Monster töten kannst. Aber es ist ein wunderbarer Lebenssimulator und allein dafür, finde ich, hat es verdient, gespielt zu werden, weil so einen guten Lebenssimulator habe ich lange nicht mehr gespielt. Und ja, Sims ist vielleicht lustig, aber es ist so richtig eintönig geworden mit dem Häuserbauen und all dem. Was ich schade finde, man konnte in dem alten Spiel kein eigenes Haus bauen. Vielleicht fügen sie das ein, dass man ein Haus bauen kann, glaube ich nicht. Ich weiß, es gibt schon welche Daten, ich bin da nicht ganz up to date, aber eine Sache, die ich sagen kann, die mich sehr erfreut, das Spiel wird von Nordic Games gepublished, glaube ich. Und naja, das ist eine Spielfirma, die in Österreich lebt, was mich glücklich macht, weil, naja, Wien und Österreich nicht so wirklich berühmt sind und mich das traurig macht, weil ich in Wien lebe, aber eigentlich in Österreich, aber, ja. Aber ja, mal wieder hier von diesen depressiven Themen, die dich runterziehen. Dieses Spiel ist es wert, gespielt zu werden und ich empfehle es euch, weil folgende Änderung, es ein abwechselndes Lebenssystem ist, es hat ein wunderschönes Spielprinzip und es ist Mittelalter. Mittelalter ist lustig. Man kann tun und lassen, was man will. Und ja, das war's von mir soweit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was verraten, das, naja, ihr noch nicht wusstet. Wenn ihr das Spiel kennt, informiert euch auf jeden Fall weiter. Vielleicht, wenn es mehr Informanten, sondern mehr Leute gibt, die sich dafür interessieren wollen, dann kann ich mich damit ein bisschen auseinandersetzen. Und ja, das war's soweit von mir. Das habe ich ja schon genügend Zeit geraubt. Und ich hoffe auf jeden Fall, ich verlinke euch alle wichtigen Seiten dazu. Ich verlinke auch den Steam-Link in der Videobeschreibung. Und ihr solltet das Spiel auf jeden Fall heute Nacht verfolgen, weil es ein gutes Spiel ist. Und das war's soweit von mir. Abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Favorisieren, wenn ihr euch das gefallen habt und mehr von Guild 3 erfahren wollt. Und naja, kommentieren, wenn ihr mir was sagen wollt. Ja, das war's soweit von mir. Noch einen schönen Tag und man sieht sich am Samstag.